Hallo, ich bin Marilyn. Meine Freunde nennen mich Mary. Hey, hast du schon von der Smaragdhöhle gehört? Ja, da soll es einen Schatz geben. Den hat bis heute noch keiner gefunden. Kein Wunder, die Höhle soll sich auch unter dem Meer befinden. Aber vielleicht ist es ja auch nur erfunden. Vielleicht hast du recht. Oh, ich glaube, da beißt was an. Scheint was Großes zu sein. Lass uns nach Hause fahren. Heute haben wir kein Glück. Ja, gut, du hast recht. Ja, ein bisschen veräppelt. Hast du gehört, was sie erzählt haben? Über einen Schatz in der Smaragdhöhle. Ja, das habe ich auch gehört. Aber wo soll diese Smaragdhöhle sein? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht wissen die anderen mehr darüber. Es gibt ein Wettschwimmen nächste Woche. Ja, das habe ich auch gehört. Lasst uns mitmachen. Hallo Freunde, habt ihr schon von der Smaragdhöhle gehört? Nein, wieso? Da soll es einen Schatz geben. Wir könnten Aristoteles die weise Schildkröte fragen. Ja, okay, los geht's. Ich komme gleich mit dir. Leute, wir sehen uns später. Glaubt ihr, es gibt diesen Schatz wirklich? Das ist bestimmt nur erfunden. Mary, Flipper und Anastasia machten sich auf den Weg zur Schildkröteninsel. Wir sind gleich da. Hoffentlich finden wir ihn. Wir werden es sehen. Hallo Aristoteles, kennst du die Smaragdhöhle? Ja, von der Smaragdhöhle habe ich schon gehört. Sie soll sich im Riff der Haie befinden. Danke Aristoteles. Passt auf euch auf, dort ist es gefährlich. Hier beginnt das Riff der Haie. Das muss die Smaragdhöhle sein. Ich fürchte mich in Höhlen, ich warte draußen. Okay, Flipper, du wartest draußen. Passt auf euch auf. Da hinten ist eine Truhe. Das muss der Schatz sein. Lass uns näher rangehen. Schau mal rein, Mary. Soll ich? Ja, los! Okay. Was
entschlossen ist sie mal nicht. Spürst du das auch? Schnell, kommt raus! Wir sind eingesperrt. Was sollen wir denn jetzt tun? Der Stein ist zu schwer. Hol Hilfe, Flipper! Ja, beeil dich bitte. Ich hole Hilfe. Keine Sorge. Wird es Flipper schaffen, Hilfe zu holen und die zwei zu befreien? Das sehen wir gleich. Aber vergesst nicht, den Channel kostenlos zu abonnieren. Wo steckt er denn bloß? Ach, da drüben ist er ja. Hallo, Flipper. Hallo, Willi. Du musst mir helfen. Na klar, helfe ich dir. Komm, ich erzähl dir alles auf dem Weg. Hoffentlich kommt Flipper bald. Ja, das hoffe ich auch. Endlich sind wir frei. Danke, Willi, danke, Flipper, dass ihr uns befreit habt. Ohne Willi hätten wir es nicht geschafft. Hallo Anastasia. Hallo Mary. Danke dir, Willi. Willi, wir schulden dir was. Ja, danke, Willi, dir noch einmal. Das habe ich gerne getan. Tschüss, Willi. Und erzählt, habt ihr was gefunden in der Höhle? Ja, eine Papierrolle. Zeigt mal her. Was steht drauf? Ich bin sehr gespannt. Es sieht aus wie eine Karte. Die Karte muss zum Schatz führen. Achtung, ein Hai. Ah, schnell weg! Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Nichts wie weg hier. Ja, kommt. Schau, hier wohnt Neptun. Vielleicht kann er die Karte lesen. Ihr wartet hier und ich frag ihn. Ja, okay, Mary. Anna, langsam kriege ich Hunger. Flipper, du denkst nur ans Essen. Neptun, bist du da? Ach, hallo Mary. Hallo Neptun. Kannst du mir helfen? Bei was denn? Auf
Auf der Smaragdhöhle habe ich diese Karte hier. Kannst du sie vielleicht lesen? Aus der Smaragdhöhle, sagst du? Ja. Das müsste das dunkle Tal sein. Dort soll es laut einer Legende eine verschlossene Riesenmuschel geben. Danke, Neptun. Bitte, und sei vorsichtig. Da kommt Mary. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wohin denn? Achtung, ein Hai hinter uns! Soll ich euch lieber begleiten? Ja, gerne. Super, dann los. Ist aber dunkel hier. Ich sorge mal für Licht. So, weiter. Haltet Ausschau nach einer Riesenmuschel. Da ist sie. Wie kriegen wir sie auf? Ich versuch's mit meinem Dreizack. Es funktioniert nicht. Hat jemand eine Idee? Schau doch nochmal auf die Karte. Ja, gut. Moment, da steht was auf der Rückseite. Aloma, Pinatus, Vidanimura, Ratatuma, Ulesso. Huch, die Karte ist weg. Die brauchen wir nicht mehr. Die Muschel ist offen. Schaut, eine Kette. Zieh sie mal an. Okay. Was war das denn? Scheint so, als hätte dich die Kette in einen Menschen verwandelt. Wow, damit kann ich das Festland erkunden. Wird Mary mit Hilfe der Kette das Festland erkunden? Das sehen wir in einer weiteren spannenden Folge von Mary die Meerjungfrau. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, vergesst nicht, den Channel zu abonnieren.